What's up, guys, and welcome back in my basement into a brand new format on my channel, Pimp My Bonsai. Listen me in the following words in German. Sorry, my English is not enough for this. Ja, herzlich willkommen und willkommen, Bonsai-Kumpels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Wie ich gerade schon sagte, Pimp My Bonsai. Ja, was habe ich vor? Ich habe heute Geburtstag, wenn ihr das seht. Das müsste mein Geburtstag sein, der 23.12. Und um auch mal was zurückzugeben, habe ich mir ein neues Format ausgedacht. Nein, ich muss ehrlich sein, nicht ich alleine habe mir das ausgedacht, sondern dieses Format wurde von einem anderen Zuschauer von euch, also einer von euch, an mich herangetragen. Der schrieb unter einem meiner Videos, ey, ich habe da so eine Idee. Ich sage, ey, schreib mir mal eine E-Mail. Und aus E-Mail wurde WhatsApp, aus WhatsApp wurden lange Telefonate. Richtig cool. Und zwar müsst ihr jetzt einmal alle Danke sagen. Danke, lieber Duck, dass du eine solche Idee hattest. Ja, der eine oder andere Zuschauer von euch wird ihn in den Kommentaren bestimmt kennen. Duck, mit bürgerlichem Namen Pascal, hatte eine Idee, die er mir geschildert hatte. Und zwar hat er mir eine E-Mail geschrieben und mir einen Baum, also da waren Fotos angehangen und da hat er mir einen Baum gezeigt, das blende ich nachher am Ende mal ein, jetzt gerade das passt hier nicht so und ja, hat mir auf jeden Fall Bilder von einem Baum geschickt und hat gesagt, ey, was hältst du davon, wenn ich dir den zuschicke, du machst ein Jahr mit diesem Baum so ein bisschen hin und her. Er ist absoluter Anfänger, er hat keine Ahnung, was er da machen soll und würde das gerne mal in meinen Händen sehen. Und ich könnte das auch, wenn ich wollte, videotechnisch begleiten. Das wäre aber für ihn gar nicht so wichtig, sondern er will vielmehr das Ergebnis nachher sehen, was ich daraus mache. Und wenn ich es videotechnisch begleite und er so ein bisschen sieht, wie ich dann daraus was mache, fände er das ganz toll. Ich sage, ey, Duck, oder ich sage, ey, Pascal, das ist eine verdammt gute Idee. Aber ein Jahr ist ein viel zu geringer Betrachtungszeitraum. Egal, welche Pflanze wir nehmen. Also wir können da jetzt schon mal sagen, wir reden von einer kleinen Buche, Yamadori, also gesammelte Buche. Aber in einem Jahr sowas abzubilden, ist schier unmöglich. Aber was ist unmöglich? Aber ich sag mal, das vorher, nachher, da sieht man zu wenig. Das ist nicht medientauglich. Um das mal so zu sagen, ich sag, Duck, wie wär's, wenn du mir den so für 2 Jahre gibst und ich dir den nach 2 Jahren zurückschicke? Dachte er, ja, von mir aus bald dann auch 3 Jahre oder 4 Jahre. Er hätte da voll Bock drauf, weiß nicht, was er mit dem Baum machen soll. Jedes Jahr bei dir ist besser als bei mir, so unter dem Motto. Nein, das hat er nicht gesagt, aber das habe ich jetzt auch Spaß mal dazu interpretiert. Ja, und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass er mir Februar, März so nächsten Jahres, also 2023, März, den Baum zuschickt. Ich den dann 2 Jahre behalte und ihm den dann März 25 zurückschicke. Und das eventuell mit einem oder mit 2 Videos, das müssen wir noch mal sehen, so auch vom Spannungsbogen. Vielleicht werden 2 Videos und vielleicht werden die ja trotzdem erst 24 gezeigt, dass er vorher nicht sieht. Das weiß ich nicht genau, wie ich das Format aufarbeite, aber ungefähr so werde ich ihm den Baum dann zurückschicken, nach 2 Jahren. Ja, und hatte ich so mit Duck ein bisschen hinterher, habe ich gesagt, was hältst du davon, wenn ich dieses Format ein bisschen ausrolle, so auf meine Zuschauer und anderen Leuten auch die Möglichkeit gebe, weil ich habe A, ein bisschen mehr Platz, also ich kann nicht jeden Baum nehmen, also vorsichtig. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da draußen ein paar Leute sind, denen es genauso geht wie Duck oder Pascal. Wir nennen ihn Duck, wir wissen alle, wer Duck ist aus den Kommentaren. Und ich glaube, da sind mehrere da draußen, denen es so geht wie Duck, die nicht wissen, was soll ich jetzt mit dem Baum machen oder wie soll ich den gestalten, wie soll ich den nächsten Schritt machen. Oder ey, ich wüsste es zwar, aber ich würde mal gerne lachen und mal sehen, wie du das machst. Ja, und deshalb würde ich dieses Format so ausrollen, dass das jetzt, wie ihr am Anfang auch gehört habt, Pimp My Bonsai heißt. Ja, der Arbeitstitel kommt übrigens von Sebastian, von Bonsai Style. Also wir sind ja hintenrum so ein bisschen connected. Ich hatte denen gesagt, Duck hat da so eine Idee und dann sagte Sebastian, ey, sowas ging mir auch schon durch den Kopf, so als Format Pimp My Bonsai. Ja, fand den Namen ganz cool. Ich komme aus der Kfz-Szene und früher war Pimp My White, das war die Show. Auto abbringen und eine Zauberkugel wieder mitnehmen. Ja, ja, ich baue aber keine Subwoofer ein oder baue nicht wilde Felgen drauf und das ist alles TÜV-konform, also es wird abgenommen. Nein, also der Baum wird überleben und ist danach noch fahrbar. Ja, das ist so ein bisschen so die Idee und ich könnte mir vorstellen, jedes Jahr 3 von, also
von 3 Zuschauern von euch jeweils einen Baum, also 3 Bäume pro Jahr, zu nehmen für einen Zeitraum über 2 Jahre. Das heißt, jetzt für März 2023, also wenn da draußen welche sind, die da Interesse dran haben, ich weiß nicht, wie groß dieses Interesse ist, deshalb spiele ich das Format jetzt mal so auf meinem Geburtstag aus, so von mir für euch, so wird der Titel vielleicht auch heißen, könnte ich mir vorstellen, wenn es da draußen welche gibt, dass ich jetzt im März 2023 noch 2 Bäume dazu nehme, dann haben wir schon mal 3 und das jedes Jahr immer wieder neue Bewerbungsphase. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit einem extra Video bespiele. Muss man mal gucken, was da zusammenkommt. Vielleicht kommt auch gar nicht zusammen, dann stampfen wir es wieder ein Format. Wenn nur ein bisschen zusammenkommt, dann bringe ich vielleicht jedes Jahr ein neues Video, damit ihr daran erinnert werdet. Wenn ich überflutet werde mit E-Mails, dann also mal gucken, wie wir das so weiter ausspielen mit dieser Bewerbungsphase. Aber jetzt erstmal ist, wenn ihr Bock und Interesse daran habt, mir einen Baum zur Verfügung zu stellen, über 2 Jahre und sehen wollt, was ich mit diesem Baum mache und wie ich den so entwickle und das dann videotechnisch auch festhalte, bei Gedankenschritte dazu äußere, dann könnt ihr, steht unter jedem Video in der Videobeschreibung oder hinten in der Kanalinfo oder ich blende es vielleicht hier nochmal ein, meine E-Mail mytreesinthepot@gmx.de. Dann sendet mir bitte eine E-Mail zu mit Fotos von dem Baum, den ihr euch vorstellen könnt, auch bitte pro Person nur einen Baum. Nicht eine Person, die mir dann jetzt vielleicht 10 Bäume schickt und sagt, sucht ihr einen aus, sondern ihr müsst schon mal entscheiden, welchen Baum ihr da so seht, also eine kleine Vorauswahl treffen, weil ich ein bisschen davon ausgehe, dass es vielleicht doch schon viel wird, könnte ja sein, und sonst komme ich da einfach nicht hinterher. Also jede Person bitte nur einen Baum, völlig egal was, das kann eine Jungpflanze sein, das kann ein alter Wacholder sein, das kann ein schöner Ahorn sein, bitte keine subtropischen Pflanzen, also Pflanzen, die nicht frostfest sind und im Winter drin überwintert werden müssen. Vielleicht kann man da irgendwas machen, aber es fällt mir unglaublich schwer, diese Bäume im Winter nicht eingehen zu lassen, weil ich da mit dem Gießen nicht so hinterher bin. Also da kann ich eigentlich nur was gebrauchen, was man alle 4 Wochen gießen muss, so Jadebaummäßig. Das überlebt bei mir drin, aber ansonsten wär mein Fokus schon darauf, einen Baum zu haben oder zu sehen, der auf jeden Fall mindestens so ein bisschen Frost mit kann und klar werde ich eure Bäume auch ein bisschen besser behandeln, also dann schon ein bisschen mit Laub eintütteln, so vielleicht leicht eingraben über den Winter, dass ich da nicht Gefahr laufe, dass die eventuell aus irgendwelchen Gründen sterben, aber bitte frostfeste Bäume, wenn es geht und wie gesagt, der Status der Pflanze ist mir völlig egal, das kann ein riesengroßer Yamadori sein, ihr müsst mir den zuerst zuschicken, das ist eure Kohle, desto größer der Baum, desto größer das Paket, desto größer der Versand. Oder wir treffen uns irgendwo, zum Beispiel Bonsai Center Münsterland, also für euch bonsai.de, aber es ist ein Laden um die Ecke, da können wir uns auch vielleicht treffen, dass man da mal auf einen Kaffee trinkt. Ich will nicht zu viele Leute hier bei meinen Eltern haben, das wäre blöd, deshalb so einen neutralen Punkt. Oder ihr sendet mir das zu, das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Aber damit könnt ihr euch bis Ende Februar 2023 bei mir bewerben. Ich sammle alle eingereichten Bewerbungen bis Ende Februar, sichte die Bäume und treffe aus Gründen, die ich jetzt auch nicht kenne, die so aus dem Bauch heraus sind, so eine gewisse Vorauswahl an Bäumen. Ich sage jetzt mal einfach, wenn ich 50 Zuschriften kriege, dann gucke ich mir so die 10 oder 25 schönsten, oder nicht schönsten, aber vielleicht auch schwersten, also so völlig random, Bäume so aus. Und wenn ich dann so ein paar habe, ich bin ja mit so ein paar Bonsai-YouTubern hintenrum noch in so WhatsApp-Gruppen so verknüpft, dann werde ich die denen mal einfach so von Balch knallen und dann da mal so Fotos reinposten und sag so, ey, was meint ihr von diesen 10 Bäumen, welche 2 jetzt erstmal für 23, welche 2 davon seht ihr, die ich machen soll? Und die suchen natürlich so, ey, nimm mal den, das wird ganz schwer oder nimm mal den, das wird einfach, weiß ich nicht, wie die entscheiden, aber die entscheiden dann so ein bisschen mit, um so eine, ich sag jetzt mal, so eine Jury zu haben, dass ich nicht einfach mir so die Pralinen rauspicke oder so sage, ich bin ja so sehr ahornlastig, sehr wacholderlastig, dass ich so irgendwie so entscheide, sondern dass die da schon so mitentscheiden, dass ich auch so, dass jeder von euch A eine Chance hat und jeder Baum auch eine Chance hat und ich nicht nur so Pralinenpickerei mache, sondern dass das relativ neutral in Anführungsstrichen wird. Das ist so jetzt die Idee, das will ich gerne raushauen. Und dann läuft quasi immer wieder so eine Bewerbungsphase bis Februar eines Jahres für die nächsten 2 Jahre dann. Ich hoffe, das war einigermaßen verstanden.
Wenn nicht, nochmal in den Kommentaren fragen oder mir einfach eine E-Mail schreiben, wie das genau abläuft. Ich werde auch ein kleines Stück Papier aufsetzen, was dann mit dem Baum unterschrieben bitte mitkommen soll, wo so Verzichtserklärungen drin stehen, falls der Baum sterben sollte oder irgendwie so. Oder ich den verunstalte oder irgendwie werde ich so einen kleinen Rechtstext aufsetzen, wo ihr zumindest so eine Unterlassungserklärung unterschreibt und sagt, ey, ja, wenn er eingeht, geht er ein. Wenn er nachher nicht so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe, so, dann ist das halt so irgendwie so, damit ich, es wird ja immer größer und man muss auch mal ein bisschen gucken, dass man sich, nicht, dass ich euch was geben möchte und nachher dafür bestraft werde, sage ich jetzt mal. Es ist halt leider so, das möchte ich bloß jetzt schon mal gesagt haben, nicht, dass ihr nachher sagt, ja, von so einem Vertrag oder sowas, hast du nicht gesagt. Ist kein Vertrag, ist nur so ein bisschen, dass ich mich schütze vor Schaden sozusagen. So, und ihr Schaden hinnehmt. Ja, das ist jetzt so die Idee. Ich weiß nicht so, also wie gesagt, dachte jetzt so auf, ich habe Geburtstag, Weihnachten, ich bin nicht getauft, muss man ja ganz ehrlich sagen, so Weihnachten ist nicht so meins, aber wenn man einen Tag vor Weihnachten Geburtstag hat, das sind so die Tage, wo es mir warm ums Herz wird und ich auch mal was geben möchte. Und ich fand die Idee von da ganz cool und ja, da sollt ihr alle dran teilhaben können, das ist zumindest jetzt erstmal so meine Idee. Vielleicht kommt ja auch nichts, kann ja auch sein, das ist jetzt einfach nur so ein Versuch, vielleicht kommt ja auch zu viel. Ihr könnt auch bitte dann in die E-Mail mit reinschreiben, falls ihr mir Bäume schickt zur Bewerbung. Falls der nicht genommen wird, gilt diese Bewerbung dieses Baums auch für 2024. Also dann halte ich diese E-Mails noch mit zurück und dann kommen die wieder mit in den Topf. Irgendwie so. Müssen wir das nicht jedes Jahr komplett neu machen. Aber wir werden da schon einen Weg finden. Denke ich, hoffe ich. Also irgendwie kriege ich das schon sortiert. Ja, und ja. Lasst mich mal in den Kommentaren auch wissen, so auch vielleicht die jetzt sagen, ich habe zwar keinen Baum und mich interessiert das auch nicht, ob du was machst, ob die normalen Zuschauer, die jetzt das einfach nur hier alles sehen, ob das für euch auch interessant wäre, zu sehen, wie ich von anderen Leuten so Bäume mache. Also wie gesagt, ich kann nicht irgendwie so, wir haben schon Leute gesagt, gib doch mal Workshops oder irgendwie so, oder mach mal einen Arbeitskreis, sag mal, wie ich meinen Baum gestalten kann. Ich bin keiner, der sagen kann, wie du oder ihr euren Baum gestalten könnt. Ich setze mich vor so einen Baum, ich mache hier irgendwas, das ist ein Bauchgefühl, weil ich ein Bild vom inneren Auge habe und da würde ich so einen Baum hinhaben. Dann mache ich irgendwelche Sachen, wo ich denke, dass es diesen Baum auf den Weg zu diesem Bild bringt. Aber anderen Leuten den Weg zu erklären zu einem Bild, was in meinem Kopf ist, da bin ich der falsche Mensch. Ich kann euch nur zeigen, wie ich Bonsai mache. Wie ihr Bonsai macht, müsst ihr euch dann so aus diesem Video selber aneignen oder so einen richtigen Bonsai-Meister fragen. Deshalb, ja. Ja, schon ganz nervös, was jetzt für eine Reaktion kommt. Ja, ich sag mal, morgen und die nächsten Tage frohe Weihnachten wünsche ich euch. Genießt die Feiertage. Ist ja nur ein langes Wochenende, kommt dann gut ins neue Jahr. Und diesen Katsura hier, dieses Doppelstämmchen, das kommt vielleicht Sonntag, am ersten Weihnachtstag. Sehr langes Video, sehr interessant. Ist mein absoluter Lieblingsbaum, also Lieblingsahorn zumindest. Ja, genießt es. Genießt auch noch diesen schönen Freitag. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Und ich würde sagen, bis Sonntag. Ciao.